Zuguten und bin in altbewährter Manier nur mit einem neuen Gesicht. In einem Gartenteich bei Verden hat der Teichbesitzer eine Entdeckung gemacht. Im Wasser saßen doch tatsächlich drei Albino-Frösche, weiß nur mit roten Augen. Biologen aus der ganzen Welt interessieren sich mittlerweile für diesen Tümpel. Erst hat der Gartenteichbesitzer aus Holtum die drei Tierchen adoptiert, richtig hochgepäppelt. Allerdings mit wenig Glück, zwei sind mittlerweile verstorben. Unser Reporter Carsten Prehn, schon immer an Biologie interessiert, hat sich den noch verbliebenen Laubfrosch angeschaut. Es ist schon ein kleines Paradies, das Hans Peimann da in seinem Garten geschaffen hat. Rund um den Tümpel hinterm Haus in Holtum-Geest sirrt und flirrt, zirpt und quakt es. Das besondere Interesse des Naturfreunds gilt neben Schmetterlingen und Molchen den heimischen Fröschen, was durchaus verständlich, aber noch nicht spektakulär ist. Klar sind auch die normalen kleinen Laubfrösche ganz allerliebst, doch richtig stolz ist Hans Peimann auf einen extremen Sonderfall. Und der ist nicht etwa grün, sondern gelb. Paprikagelb oder gelb wie Gummibärchen, jedenfalls gelb. Das ist ein Albino-Laubfrosch, den es bisher nachweislich in Deutschland so noch nicht züchterisch gegeben hat, weil es gab schon mal helle Kaulquappen, aber die sind alle gestorben, weil die bakteriell alle sehr anfällig sind. Mhm. Und zum Frosch hat man das noch nie geschafft. In der Literatur von den letzten 40, 50 Jahren gibt es keine Nachweise darüber, dass eine Kaulquappe zum Albino-Frosch geworden ist. Eine Sensation, meint Peimann. Eine Laune der Natur auf jeden Fall. Gelb ist der Albinofrosch übrigens, weil sein Blut durch die farblose Haut scheint. Rein zufällig hatte Hans Peimann im Teich drei weiße Eier im Laich entdeckt und gleich die erforderlichen Schritte eingeleitet. Einer kam durch, immerhin. Bis hierhin war das eine nette kleine Geschichte vom Mann mit dem gelben Frosch. Doch das dicke Ende kommt noch, und zwar jetzt. Am Morgen nach unseren Dreharbeiten bietet sich Hans Peimann folgendes Bild. Die beiden grünen Laubfrösche sind da, was man hier deutlich sehen kann. Aber der Star in Gelb ist weg. Ich habe sämtliche Blätter und sämtliches Obst durchsucht, den ganzen Käfig, alles rausgenommen, kontrolliert. Er war nicht mehr zu finden. Und anders raus konnte er nicht, oder? Nein. Ich glaube nicht, dass er schon die Möglichkeit hat, die Hebel zu öffnen, damit die Tür, also damit er daraus verschwinden kann. Ne? Wenn unser gelber Freund nicht ausbrechen konnte, wenn auch sonst kein Räuber wie Katze oder Reiher den verriegelten Käfig knacken konnte, wer oder was hat denn dann den Albino-Laubfrosch verschwinden lassen? Ich bin der Meinung, dass vielleicht durch den Zeitungsbericht, der schon mal eine Woche vorher war, dass einige Leute, die darauf sehr heiß waren, dann doch hier im Garten waren nachts und haben mir das Tierchen da rausgenommen. Also Froschklau in Holtum-Geest? Wer macht denn sowas? Das Tier hat allenfalls Seltenheitswert. Lösegeld würde Hans Peimann nicht bezahlen und für die Polizei ist der Fall, naja, wohl zu klein. Wir fordern, der Frosch soll nach Hause. Also gebt ihn gefälligst zurück und schwamm drüber. Tja, vielleicht hat einfach nur jemand so gemacht und aus dem Frosch ist ein Albino-Prinz geworden. Zu unserem Nachrichtenprinz jetzt bitte Frank Schulte. Dem von seinem Vater schwer misshandelten Lukas aus Bremen geht es etwas besser. Er ist zwar noch nicht über den Berg, aber er ist außer Lebensgefahr, sagt der Staatsanwalt Jörn Hauschild. Der 2 Monate alte Lukas war mit einem Schädelbruch und Hirnblutungen ins Krankenhaus gekommen. Warum der 20-jährige Vater seinen Sohn so massiv schüttelte und damit schwer verletzte, ist nach wie vor ungeklärt. Mit ihrer Forderung nach 31% mehr Lohn ist die Gewerkschaft der Lokführer weit über das Ziel geschossen und hat sich Sympathien verschärft. Mit diesen Worten reagierte der SPD-Landeschef Uwe Beckmeyer auf den bevorstehenden Tarifkampf der Eisenbahner. Die Lokführer hatten sich am Vormittag mit 96% der Stimmen für einen unbefristeten Streik ausgesprochen.
Die Gewerkschafter sollten sich an Recht und Gesetz halten, meint Beckmeier. Es ist kurz vor 12. Mahnwachenzeit auf dem Bremer Marktplatz. Die Demonstranten haben Blumen zu einem Friedenszeichen ausgelegt. Der Anlass: vor genau 62 Jahren haben die USA die erste Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima abgeworfen und mindestens 100.000 Menschen getötet. Schon seit fast einem Vierteljahrhundert erinnert das Bremer Friedensforum an dieses Ereignis. Manche sagen jetzt 62 Jahre, mein Gott, ne? Lass die Geschichte ruhen. Aber wenn man die Entwicklung heutzutage sieht, denke ich mir, das ist wichtiger und dringender denn je, zu mahnen. Japanische Friedenskraniche aus Papier und etwas Musik haben die Demonstranten auf den Marktplatz mitgebracht. Allerdings wissen auch sie, dass sich in Deutschland nur noch wenige von Atomwaffen akut bedroht fühlen. Hier wird weniger darüber geredet, weil die Bedrohung halt jetzt sich nicht mehr so stark gegen uns richtet, sondern gegen andere Gegenden der Welt. Aber das macht es ja nicht besser. Auch im nächsten Jahr wollen die Demonstranten wiederkommen. Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat im Fall des Bremer Guantanamo-Häftlings Murat Kurnaz überraschend die Ermittlungen wieder aufgenommen. Kurnaz' Anwalt Bernhard Docke hat der Staatsanwaltschaft neue Zeugen benannt und Hinweise gegeben, denen nun nachgegangen werden müsse, hieß es. Ende Mai war das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden. Murat Kurnaz hatte die Soldaten beschuldigt, ihn Anfang 2002 in einem US-Gefangenenlager in Afghanistan misshandelt zu haben. Nachdem in England die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, gibt es in Niedersachsen bislang keine Anzeichen für die Tierseuche. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums. Ein Betrieb in Südniedersachsen hatte zwar Ende Juli 5 Schafe aus England bekommen, die verhalten sich nach Angaben des Ministeriumssprechers allerdings völlig normal. Als kleines Kind habe ich es doch tatsächlich mal geschafft, eine ungekochte Erbse ganz weit hier oben in die Nase zu schieben, bis sie auch nicht mehr rauszukriegen war. Meine Eltern sind dann gleich mit mir zum Kinderkrankenhaus gedüst und das beweist, es gibt doch schon wirklich gefährliche und verrückte Situationen. In Bremen gibt es eine spezielle Notambulanz für Kinder in der Professor-Hess-Klinik. Und unser Reporter Eike Lüthe hat eine Nacht am Wochenende dort verbracht. Es ist erstaunlich ruhig in der Notaufnahme am Samstagabend kurz nach 10:30. Seit 3 Stunden sind die Nachtschwestern da, bislang ist aber nichts passiert. So ist das eben manchmal. Gegen 11:30 bricht die kleine Luna die Stille der Station. Ihr geht es schlecht und das im wahrsten Sinne. Seit etwa 2 Stunden muss sich Luna ständig übergeben. So um 8:30 haben wir halt gedacht, huch, drollige Geräusche, und haben halt vermutet, sie würde drücken und sind dann halt rein, weil wir dachten, jetzt müssten wir sie wickeln. Und dann lag sie halt schon in ihrem eigenen Erbrochenen und war halt noch am Spucken. Und dann hat sie halt jetzt eigentlich das ganze Essen, was sie heute zu sich genommen hat, wieder ausgekostet. Luna hat auf den Behandlungstisch der Notaufnahme Platz genommen. Bei einem gründlichen Medizincheck kommt die Kinderärztin schnell zu einer eindeutigen Diagnose. Ein Virus ist der Grund für Lunas Leiden. Gar nicht schlimm. Sie bricht und sie erbricht gallig. Und manchmal ist das so, dass sich das schnell auflöst. Aber es kann auch sein, dass sie jetzt einen Magen-Darm-Infekt entwickelt. Und dass es vielleicht doch sein kann, dass sie dann morgen eventuell hier bleiben muss. Erstmal darf sie aber wieder nach Hause. Und während sich Luna bereit macht für den Heimweg, wartet im Nebenzimmer schon die nächste Patientin. Diesmal müssen wir mit der Kamera allerdings draußen bleiben. Die Mutter war sehr aufgeregt, weil ihre Tochter was verschluckt hat, irgendwas, was unter dem Sofa lag, hat sie gesagt. Und sie hatte jetzt Angst, dass dieser Gegenstand in die Luftröhre gekommen ist. Und sie war ganz aufgeregt. Das konnte hier nicht bestätigt werden. Also alles halb so wild. Auch diese Familie darf nach Hause und die Ärztin zur nächsten Untersuchung. Sie kam jetzt wegen des Erbrechens? Wegen Erbrechen, wegen dem Fieber, weil sie blüht. Das ist, sie ist kochend heiß und sie schnieft. Rosalie hat 40 Grad Fieber. Untersuchen lässt sie sich nur unter lautstarkem Protest. Aber auch diese Situation bringt das Team der Notaufnahme nicht aus der Ruhe. Da gibt es eindeutig schlimmere Nächte. Das ist sicherlich auch manchmal gibt es eine alkoholisierte Jugendliche, aber dann ist es auch kein Freimarkt und kein Tokio-Hotel. Das gibt es noch manchmal.
Oder Krampfanfälle sind auch nicht, wobei die auch, wenn sie in Fieber gebunden sind, sind sie auch im Winter häufiger. Aber meistens ist es im Sommer deutlich ruhiger und heute ist es auch sehr ruhig. Gegen 3 Uhr wird es dann doch nochmal aufregend. Schwester Sabine muss sogar den Chirurgen aus dem Bett klingeln. Der Grund ist der 12,5 Wochen junge Christian. Seit der Geburt hat er einen Leistenbruch. Knödelkopf. Lass mal gucken. Jo. Eigentlich soll Christian erst in 2 Wochen operiert werden, aber in dieser Nacht hat sich sein Darm verdickt und das schmerzt. Ist wieder dran? Man muss einfach gucken, dass man den Leistenbruch wieder reinkriegt, sonst kann es ein Problem geben. Je länger der draußen ist, desto schwieriger wird es, den wieder reinzukriegen. Ne? Aber dem haben wir jetzt richtig geholfen, glaube ich. Gegen 4 Uhr morgens war die einzig echte Aufregung der Nacht überstanden. Die Schicht der Schwestern war fast vorbei und die Notaufnahme der Kinderklinik hatte sich ziemlich schnell wieder beruhigt. Sie rissen Rohre aus den Wänden, sogar in den Toiletten die Leitung. Jedes Stück Metall, das sie finden konnten. Doch nicht nur das. Die Vandalen zerstörten einen wunderschönen Jugendstilsaal im Café Haag-Gebäude. Sie rissen die Marmorwände ein. In dem leerstehenden Gebäude wirkte früher der Kaffeekaufmann Ludwig Roselius. Anschließend lief der Saal dann auch noch mit Wasser voll. Holger Baas über das Vorher und das Nachher. Draußen ein Schild, Produktions- und Büroflächen zu vermieten. Doch seit Jahren steht das Haag-Gebäude am Fabrikenufer in Walle leer. Rein dürfen wir nicht. Eine Investorengruppe mit Sitz in London hat das Areal vor 2 Monaten übernommen. Und die Verwüstung jetzt passt der neuen Eigentümerin nicht ins Konzept, denn nur positiv soll berichtet werden. Die Ermittler der Polizei dürfen rein und auch fotografieren. Durch dieses Fenster sind die Täter eingestiegen und haben den denkmalgeschützten Marmorsaal verwüstet. Ein eingelassener Kupferstich von Ludwig Roselius wurde aus der Marmorwand gerissen, ebenso ein antiker Kronleuchter. Und aus dem Fenster wurden eingefasste Glassegmente wie der Bremer Schlüssel rausgesägt. Was mich gewundert hat, ist, dass also die Leute eigentlich einen Schaden fortgesetzt haben. Denn es waren ursprünglich auch schon Schäden da. Und die Tätergruppe, die das so gemacht haben, einer alleine kann das nicht. Muss wohl Ortskenntnisse haben, müssen sich dort gut auskennen. Sie haben also Waschbecken zerschlagen, nur um an die Zulaufkabel ranzukommen und an die Armaturen haben diese zertrümmert. Es wurden Toiletten zertrümmert, es wurden teilweise Lampen, ein Kabel runtergerissen und teilweise die Kabel gar nicht entfernt. Und was ein großer Schaden ist, das ist wohl dort in dem Marmorraum. Dort ist also die Kupferbüste von Herrn Roselius, die dort eingelassen war, ins Marmor rausgebrochen worden. Der Marmorsaal ist ein kleiner Schatz aus Sicht der Kulturhistoriker und auch der Architekten. Gebaut wurde er 1915 und später unter Denkmalschutz gestellt. Genutzt wurde der Saal allerdings selten. Gelegentlich bewirtete hier die Haag-Geschäftsführung ihre Gäste. 1994 wurde das Gebäude dann vom Haag-Nachfolger Kraft Food verkauft. Seitdem steht es leer. Ob und wie das Areal bewacht wurde, dazu gab es heute keinen Kommentar. Nur klar ist, allein um Altmetallklau ging es wohl nicht. Auch Verwüstung, Zerstörungswut, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß nicht warum, aber wenn man bedenkt, dass ja nicht nur dieses Gebäude, sondern auch Nebengebäude in der Vergangenheit schon öfter angegangen sind, nicht nur in diesem Jahr, auch im letzten Jahr, dann sind das sicherlich Täter, die unabhängig von der Historie oder so einfach reingehen, um eben an für ein paar Euro Grundmetall oder so ranzukommen. Die Verwüstung könnte nun allen einen Trumpf zuspielen, die meinen, der Denkmalschutz ist aufzuheben, er blockiert die weitere Nutzung. Dazu kann ich nichts sagen. Es sieht so aus, dass tatsächlich Metalle gestohlen wurden und alles andere wäre spekulativ. Offenbar aber hatten die Täter leichtes Spiel. Sie kamen tagsüber mit Transporter und niemand hat's gemerkt. Sicherlich muss jetzt hier in dieser Nische oder in einer anderen Nische auf der anderen Seite vielleicht ein Transportfahrzeug gestanden haben. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass also die Leute, die das dort rausgeholt haben, dann auch einfach nur im Rucksack oder so weggetragen haben. Das wäre eigentlich zu müßig. Das hätte man doch beobachten können, oder nicht? Man hätte beobachten können, wenn man weiß, was hier los ist. Ich weiß nicht, wie das am Freitag aussieht. Und wenn die sich entsprechend verhalten und vielleicht auch dann noch Arbeitskleidung oder so tragen, fällt das ja gar nicht weiter auf, wenn sich jemand auf dem Gelände hier bewegt. Dann könnte man glauben, die gehören dazu. Wären Berechtigte.
Viele Fragen noch und keine Antwort. Nach den ersten Ermittlungen folgt nun die Spurensuche. Für die Bremer Polizei bereits der 60. Fall von Altmetalldiebstahl. Und wir haben weitere Nachrichten für Sie. Im Streit um den Bau einer Moschee in Bremerhaven-Geestemünde gerät Bremerhavens CDU-Baustadtrat Volker Holm auch aus eigenen Reihen immer mehr unter Druck. Bei der Bearbeitung des Bauantrags hat das Baudezernat gravierende Fehler gemacht, schimpfte der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung Paul Bödecker. Auch wegen anderer Projekte steht Holm in der Kritik seiner Parteifreunde. Die CDU hatte Holm erst im Februar für weitere 6 Jahre im Amt bestätigt. Die Besucher des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven können künftig noch intensiver nach ihren Ahnen forschen. Nach monatelangen Verhandlungen kann das Museum nun auch auf die Deutsche Auswandererdatenbank zugreifen. Die Datenbank enthält Informationen über die Schicksale von mehr als 4,5 Millionen Emigranten und gilt als die größte Europas. Sie stand bisher nur im Historischen Museum in Bremerhaven zur Verfügung. Schon Ende August gibt es den neuen Service im Auswandererhaus. Ein neues Gesicht für Werder Bremen. Dusko Tosic, serbischer Nationalspieler, erhält einen 4-Jahres-Vertrag. Kurz nach der Unterzeichnung bekamen ihn die Werder-Fans gleich auf dem Trainingsplatz zu sehen. Tosic kommt vom französischen Pokalsieger Sochaux und soll 3 Millionen Euro Ablöse kosten. Noch ist er relativ unbekannt. Was sagt Ihnen der Name Dusko Tosic? Gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Im Moment gar nichts. Sie tragen Werder-Trikot, der trainiert damit? Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Das ist der neue Linksverteidiger von Bremen. Ab sofort sind die Blicke auf Dusko Tosic gerichtet. Der Serbe wird schon am Wochenende in Bochum vermutlich zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz für Werder Bremen kommen. Einen Tiertransporter mit über 80 durstigen Schweinen hat die Autobahnpolizei auf der A1 bei Bokel gestoppt. Der Fahrer war 12 Stunden unterwegs, ohne die Tiere mit Wasser versorgt zu haben. Fahrer und Spediteur müssen jetzt mit Geldbußen rechnen. Wechseln sich viele Wolken mit etwas Schauern und Sonne ab. Im mäßigen Nordwestwind halten wir Temperaturen bei ungefähr 20 bis 24 Grad. Meiner Meinung nach viel zu wenig. Das war Christine Zieselski, Rechtsanwaltsgehilfin aus Bremen. Wenn das geliebte Haustier stirbt, der Hund, die Katze, vielleicht das Meerschweinchen, dann wünschen sich immer mehr Menschen eine richtige Beerdigung für das Tier. So mit Sarg, Zeremonie und Grabstein. Auch Axel Schmidt ging es so, als er, so wie er sagt, seinen besten Freund verlor, seinen Hund. Und aus den Anstrengungen für die Beerdigung des Tieres erwuchs die Idee, das doch beruflich zu machen. Axel Kositzki in unserer kleinen Serie Selbstständig, heute der Tierbestatter. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich anderen Menschen helfen will. Tiere, genauer gesagt Hunde, spielten bei der Entscheidung, sich selbstständig zu machen, bei Axel Schmidt die entscheidende Rolle. Der 32-Jährige hängt noch heute an Justin, seiner Schäferhündin, die vor 3 Jahren starb. Ihre Asche ist in dieser Urne, der Abschied damals schmerzhaft, aber entscheidend für seine berufliche Zukunft. Als ich dann auf den Hof kam des Tierarztes, habe ich ihn ganz vorsichtig gefragt, so Mensch, wo soll ich denn unsere Justin hinlegen? Da hat er gleich gesagt, Mensch, leg den Hund links in der Ecke hin und der Abdecker würde gleich kommen. In dem Moment, wo er Abdecker gesagt hat, kam er auch schon rückwärts auf den Hof, hat sich mein Hund gepackt und einfach liebelos hinten auf dem Anhänger geschmissen. Und da brach für uns oder für mich damals eine große Welt zusammen. Seit 2 Jahren arbeitet Axel Schmidt als Tierbestatter in Delmenhorst. Menschen, die um ihre Tiere trauern, die will ich unterstützen, sagt er. Hier begleitet er Nathalie Joost auf ihrer letzten Reise mit Katze Minka. In Bad Bergen Richtung Osnabrück ist eines von nur wenigen Kleintierkrematorien in Deutschland. Hallo. 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 Ja, dann haben Sie einen schweren Tag. Ja, okay. Ja. Minka soll hier eingeäschert werden. Nathalie Joost nimmt jetzt Abschied von ihrer geliebten Katze. Für viele Menschen ein schmerzhafter Moment, loszulassen vom manchmal besten Freund. Doch hier wartet nicht der emotionslose Abdecker, sondern der Mitarbeiter des Krematoriums, sagt Axel Schmidt. Ja, er ist oben hochgegangen zu den Tierofen, wo die Katze in den Ofen hineingegeben worden ist
und da beginnt quasi jetzt dieser Vorgang der Einäscherung. Bei einer Temperatur 980 Grad, ja, und dann dauert das ungefähr 45 Minuten, bis die Katze fertig eingeäschert worden ist. In dieser Zeit versucht Axel Schmidt Trost zu spenden, einfach da zu sein, Halt zu geben. Die haben natürlich einen sehr, sehr kräftigen Schmerz. Das Haustier, was gerade gegangen ist, hat nur Gutes verbracht, weil sonst hätten die so eine Bestattung nicht in Anspruch genommen. Ich traue eigentlich immer mit, aber ich weiß es selber, wie es ist, ein Tier zu verlieren. Und ein Mensch, der diesen Beruf ausübt, der überhaupt keine Erfahrung hat, überhaupt keine Vorstellung hat von Tierliebe, der ist total fehl am Platz. Also ich weiß ganz genau, wenn ich zu den Tierbesitzer hinfahre, was die gerade durchmachen. Katze Minka wiegt jetzt nur noch 19 Gramm. Asche und ein bisschen Knochen. Dadurch wird es für die Kunden anschaulicher, sagt der Fachmann vom Krematorium. 300 Euro kostet so eine Einäscherung inklusive An- und Abreise sowie der Urne. So, Frau Joost, Ihre Minka ist jetzt fertig. Ja. Jetzt nehmen Sie wieder mit, nur in einer etwas anderen Form. Ja. Nee, und dann wünsche ich Ihnen weiterhin erstmal alles Gute. Ich danke Ihnen für alles. Machen Sie es gut. Alles klar, ich danke Ihnen. Ja. Ja, jetzt ist sie da drin. Ja. Wie Sie das haben wollten. Ganz genau, jetzt kommt sie wieder mit nach Hause. Ja. Zurück nach Delmenhorst. Dort wartet auf Axel Schmidt eine weitere Aufgabe. Der 32-Jährige verfolgt nämlich bereits ein neues Ziel. Für alle, die sich eine teure Einäscherung nicht leisten können, plant der Bestatter, einen Tierfriedhof auf diesem Maisfeld anzulegen. Der Antrag dafür ist bereits gestellt. Es wäre der erste Tierfriedhof in Delmenhorst. Sie ist die bessere Hälfte von Vico von Bülow alias Loriot, der mit der Nudel an der Nase. Aber Evelyn Hamann, die Dame mit dem etwas zu großen Gebiss, hat auch eine eigene Komik, die nicht klamaukig ist. Als Adelheid und ihre Mörder war sie 10 Jahre lang auf dem Schirm. Vorher schon im Traumschiff und in der Schwarzwaldklinik. Die ungewöhnliche Schauspielerin wird heute 65 Jahre alt und Marianne Strauß erinnert an ihre schönsten Zeiten, an Zeiten, als Dauerwellen und Haarspray noch richtig in war. Heute sehen Sie die 8. Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis Die zwei Cousinen. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten 7 Folgen. Auf dem Landsitz North Copplestone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich auch bei dem jüngsten Sohn Verperk. Wir müssen Blömeyers mal wieder zum Essen einladen. Aber dann müssen wir ja wieder zu Blömeyers. Nein, erst müssen wir zu Müller-Lüdenscheid. Da waren wir doch gerade. Liebling, wir waren bei Koops. Ach, dann müssen Koops wieder zu uns. Wir sehen Koops ja nächste Woche bei Melzers. Ohne Blömeyers? Die sind an diesem Abend bei Müller-Lüdenscheid. Auf dem Landsitz North Copplestone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Nether Edelthorpe und Middle Fritham. Mit einem Kosakensitzung versteht weiter keinen Spaß. Helika. Ja? Bitte sagen Sie jetzt nichts. Ich liebe Sie. Habe ich Sie verletzt? Nein. Ja, aber dann sagen Sie doch was. Sagen Sie ruhig, dass Ihnen meine Nase nicht passt. Aber sagen Sie irgendwas. Bin ich besser? Danke. Dort trifft sie Priscilla Molesworth, die mit Lord Molesworth Horton noch nachts von Nether Elthorpe nach North Thorsten oder Souththorpe. Es gibt Augenblicke im Leben, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte. Sie haben... Vielleicht fühlen Sie, was ich meine. Hildegard. Sie haben da was am Mund. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen wir die... Das ist immer wieder gut. Wenn man bei 30 Grad im stickigen Büro oder im stickigen Fernsehsender sitzt, dann malt man sich aus, ach, wo wäre ich jetzt gerne? Vielleicht im Freibad, im Biergarten oder vor einem Grill, der voll mit Würstchen ist.
Axel Pusitzky hat die schönsten Ausblicke im warmen Bremen gesucht. Ja, sie brennt unerbittlich, aber es freut uns, denn endlich ist er da, der Sommer, und wir suchen den ultimativ schönsten Blick des Tages. Beginnen wir maritim am Unisee. Eine unglaublich schöne Sicht. Wenn man es hier nicht kennen würde, hätte man schnell das Gefühl, wir sind im Süden, irgendwo am Starnberger See. Weit weg von Arbeit, Dienst und Pflichten. Urlaubsgefühle, See, Brandung, Möwengeschrei, blauer Himmel und wunderbar warmes Wasser. Es ist ein wunderschöner Tag hier. Genau gegenüber haben wir unseren Stammplatz zum Schwimmen. Also das kann ich nur jedem empfehlen, im Unisee baden zu gehen. Kostet nichts und es ist eine herrliche Freude. Und ich schwimme immer mit dem Haubentaucher hier. Wir haben eine Radtour gemacht, wollten irgendwo schön sitzen mit einer guten Aussicht, einen Kaffee trinken und darum sitzen wir jetzt hier. Wir wechseln den Standort, verlassen das Wasser und wechseln in die Luft, hoch über Bremens Dächer. Ein Hauch von Karibik, weit weg von der Heimat. Und doch ist der Dom zum Greifen nah. Urlaub statt Arbeit, mitten in der Stadt. Doch wo sind wir eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Siebter Himmel. So heißt es hier. Ja, so heißt es hier. Man fühlt sich wie im siebten Himmel, würde ich mal so sagen. Nee, echt schön. Das erste Mal, dass ich hier bin und ich finde es echt traumhaft. It's better than Britain. Much better than England. Freiurlaub oder Semesterferien? Semesterferien und Urlaub. Ist eine Alternative bei schönem Wetter, genau. Mal eben aus dem Büro mit der Familie hier treffen und mal was trinken und dann nach Hause. Doch bevor es nach Hause geht, gönnen wir uns noch einen dritten Blick des Tages. Willkommen im Zinderfer Torfkanal. Hier spielt das Wasser wieder eine tragende Rolle, zumindest beim Nachwuchs der Kanufahrer. Was ist das hier für eine Veranstaltung? Also wir sind ein Kanuverein, der gegenüber von der Universität ist, und wir machen halt ein Ferienprogramm für die Kinder. Einige Kinder sind im Verein und die anderen sind mitgekommen, Freundinnen und so weiter. Aber auch im Schatten lässt es sich prima aushalten im Zinderfer Biergarten. Guten Tag. Arbeiten geht doch gar nicht bei diesem Wetter, oder? Doch gerade sehr gut. Ehrlich? Ja. Was machen Sie da? Lernen für eine Examensklausur. Welches Fach? Pflegewissenschaften. Ein kleiner Gruß an alle Leute, die jetzt arbeiten müssen. Ja, viel Spaß bei der Arbeit. Ein herrlicher Sommertag neigt sich dem Ende. Unser ganz subjektiv schönster Blick des Tages kommt aber von oben. Man kann sich irgendwie nicht richtig satt sehen. Kaum zu glauben, dass dieser Himmel irgendwann nicht mehr blau sein wird. Traumhaft. Ja, traumhaft. Und wie war's? Tag gar nicht weh, aber ein bisschen viel Tiergeschichten heute. Ich hoffe, dass für den kleinen Albino-Laubfrosch nicht auch schon so ein kleiner Sarg gezimmert wird. Ja, das wäre großartig, wenn wir den morgen im Programm hätten, dass er doch wieder gefunden wurde, oder? Klar, ich hoffe mal, dass da Carsten Prehn, unser Reporter, noch ganz nah dabei ist. Ja, denke ich auch. Ich habe mir schon mal ein Glas Wasser geholt, damit ich morgen nicht so viel husten muss. Also das hat mich auch ein bisschen so aus der Ruhe gebracht. Ja, doch, ne? Das hat mich irritiert. Das ganze Studio hat schon rumgehustet. Dafür verrate ich jetzt, was du so Legeres an deinen Füßen trägst. Du meinst diese Turnschuhe hier? Er wollte partout nicht, dass wir sie sehen, aber ich finde, man darf das ruhig mal zeigen. Ich heb so sie aber jetzt nicht noch in die Kamera, oder? Nee, jetzt mal. Nee, ist okay. Solange du nicht barfuß bist, so, macht mir das auch nichts. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder da. Ich bin dann auch wieder da. Und einen schönen Abend noch. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu Bus und Bin und 6. Schön, dass Sie dabei sind. Heute mit diesen Themen. 10 Minuten mit den Besten des Tages. Das ist Busen und Binnen um 6. Kompakt, aktuell informativ, hintergründig und natürlich neugierig. So wie Sie es von Buten und Binden gewohnt sind. Schalten Sie mal früher ein. Versäumen Sie nicht Buten und Binden um 6. Hier im Radio Bremen TV. Schön, wenn Sie dabei sind. Für kleinwüchsige Menschen ist der Alltag oft voller Hindernisse. Mal eben ein Rührei braten oder ein Buch vom Regal holen, das geht oft nur mit Hockern oder Stühlen. Wie kleinwüchsige Menschen ganz bequem und vor allem selbstständig leben können, das sehen Sie morgen bei uns. Wir haben die neue Probewohnung des Zentrums für Kleinwuchsfragen besucht. Mehr dazu morgen Abend in Buten und Binnen um 7:30 Uhr, hier im Radio Bremen TV.